Hallo und Namaste. Wir machen jetzt eine etwas aktivere Runde. So eine kleine Yoga-Session. Und zwar erstmal kannst du dich so ein bisschen breiter von den Beinen her hinstellen, die Schultern nach hinten geben, Hände auf den Bauch legen und kurz so in deinem Körper ankommen, Schultern nach hinten fallen lassen. Tief durch die Nase ein- und ausatmen. Dann kannst du die Augen geschlossen halten. Du kennst das vielleicht von anderen Yogastunden, so eine kleine progressive Muskelentspannung. Das heißt, man spannt jeden Muskel 5 Sekunden an, damit er sich besser entspannen kann. Dafür kannst du jetzt einfach mal deine Hände, du kannst gerne noch die Augen geschlossen halten, nach vorne strecken, die Hände, die Finger auffächern, wirklich so weg von dir ziehen, halten, halten, halten und lösen. Kannst du mal ein Bein so ausstrecken, die Zehen auffächern, musst dann dein Gewicht auf die rechte Seite ein wenig verlagern. Wenn du einen Tisch oder einen Stuhl hast, kannst du dich hier auch festhalten oder an der Wand. Dann anspannen, anspannen, anspannen und lösen. Dann auf die andere Seite das Gewicht verlagern. Rechtes Bein ausstrecken, Zehen auffächern, anspannen, anspannen, anspannen und lösen. Kannst jetzt hier so ein bisschen ausschütteln. Kannst jetzt hier nochmal so die Arme zusammennehmen, so deinen Körper umfassen, dich ganz klein machen, so die Knie ein bisschen anwinkeln. Anspannen, anspannen, anspannen und lösen. Und dann kannst du dich so langsam zu deiner Matte nach vorne ausrichten. Kannst zum Beispiel so ein paar kleinere Schritte gehen. Am Anfang deiner Matte und lässt dich dann hier einfach so ein bisschen mal in die Vorwärtsbeuge reinsinken. Kannst auch so ganz leicht mit deinen Schultern zum Beispiel so in eine Drehbewegung gehen und in die Knie abwechselnd beugen, so dass die Hüfte immer so ein bisschen nach oben und nach unten wie so ein Schiff hin und her wackelt. Und dann auch mal den Kopf so ein bisschen, ja, ja, nein, nein, Kopf nicken und Kopf schütteln, dass ich den Nacken hier noch mal ein bisschen lösen kann. Und dann winkelst du die Knie ein wenig an und kommst dann einatmend langsam Wirbel für Wirbel nach oben zum Stehen. Und wir beginnen dann mit so einer kleinen Runde Sonnengrüße. Da gibt es ja unterschiedliche Variationen von. Ich mache jetzt die nach Yoga Vidya, also wenn ihr schon mal bei Yoga Vidya wart, dann wisst ihr ungefähr, wie die Abfolge geht. Ich mache das aber auch noch mal langsam vor und dann ein paar Zyklen. Also, dass du den ganzen Körper mal durchbewegt und als kurze Kaffee am Morgen zum Beispiel auch ganz gut ist. Dann kannst du dich etwa hüftbreit mit den Füßen aufstellen, kannst die Zehen so auffächern, ablegen, mal das Gewicht ein bisschen nach vorne und nach hinten verlagern, dass du wirklich über dem Fußspann ungefähr die Gewichtsverteilung hast. Schultern hier nach hinten geben. Am einfachsten ist, wenn du sie erstmal so nach vorne und dann nach hinten rollst und einfach so ganz am hintersten Punkt fallen lässt. Und damit du nicht so ins Hohlkreuz kommst, gibst du dann die Hüfte noch so ein bisschen nach vorne, dass so der Bauch leicht anspannt. Und das Kinn so leicht zur Brust, damit auch der Nacken lang ist und du nicht, den Kopf so nach vorne streckst, sondern wirklich den Nacken lang machst und aufgerichtet. So. Die Hände sind so neben dem Körper, die Finger können geschlossen sein oder ganz leicht, locker, zu einer natürlichen Krümmung verweilen. Einatmen, ausatmen. Und dann gibst du die Hände zur Seite auseinander, vor die Brust zusammen. Unterarme sind etwa parallel zueinander. Zum Boden, parallel auch zueinander. Die Schultern gehen nach hinten und einatmen, kommst nach oben, machst dich lang, kannst du ganz leicht Rückbeuge machen, Knie anwinkeln, ausatmen, Hände neben Füße, dann einatmen, rechtes Bein nach hinten gehen. Jetzt musst du das Knie nicht unbedingt aufsetzen, wenn du willst, kannst du es machen oder kannst hier in der Aktivität bleiben, Ferse strebt nach hinten. Anderes Bein dazu, gehst in so eine Stützposition, also wie bei Liegestütze, Finger sind aufgefächert, dass ich das Gewicht gut verteilen kann. Blick geht zur Matte und ausatmen, Knie, Brust und Stirn aufsetzen,
Fußspann ablegen, einatmen, Schultern nach hinten rollen, in die Kobra kommen, Ellenbogen gehen eng zusammen, Schulterblätter gehen eng zusammen, Schambein drückt ein wenig in den Boden. Und dann setzt du die Zehen wieder um, drückst dich nach oben in den herabschauenden Hund, Gesäß ist nach oben gerichtet, höchster Punkt des Körpers. Und dann streben die Fersen so zum Boden, kannst du auch so abwechselnd Fersen zum Boden sinken lassen, dich ganz lang machen im Rücken. Schau, dass du wirklich mit dem Blick auch zu den Knien gehst. Und dann einatmen, das rechte Bein nach vorne geben zwischen die Hände, Knie aufsetzen oder in Aktivität bleiben. Rücken ist lang, hier ganz wichtig, und die Hüfte sinkt so ein. Anderes Bein dazu. In die Vorwärtsbeuge übergehen. Einfach wortwörtlich abhängen. Ganz locker. Und dann einatmen mit gestreckten Armen, geradem Rücken wieder nach oben kommen. Ausatmend, Arme absenken. Das ist eine Abfolge. Wiederholen das jetzt für beide Seiten zweimal, damit man so ein bisschen in die Bewegung kommt, alles geschmiert wird und so ein bisschen diese Aufputschwirkung hat. Dann einatmen, ausatmen, Hände vor die Brust. Einatmen, leichte Rückbeuge. Ausatmen, in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, jetzt linkes Bein nach hinten. Anderes Bein dazu und Stütz. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zu Boden. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein zwischen die Hände. Anderes Bein dazu in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, nach oben kommen. Und ausatmen, Arme absenken. Wenn du die genaue Abfolge nicht so im Kopf hast, kannst du dir nochmal am Anfang des Videos hier angucken, wie die einzelnen Figuren aufgebaut sind, die einzelnen Teile. Und dann einfach ein paar Zyklen durchgehen. Ich mache jetzt noch ein paar mit einfachen Ansagen, damit ich nicht so, das strengt schon ein bisschen an, damit es nicht so ein bisschen hechelig klingt. Also einatmen, ausatmen, Namaste, einatmen, leichte Rückbeuge, ausatmen, in die Vorwärtsbeuge, einatmen, rechts, anderes Bein dazu in Stütz. Ausatmend nach unten kommen, einatmend die Kobra gehen, ausatmend herabschauender Hund, Fersen streben zum Boden, einatmend rechtes Bein nach vorne, Blick geht nach vorne, anderes Bein dazu, ausatmend in die Vorwärtsbeuge, einatmend nach oben kommen, ausatmend Arme senken, einatmen, ausatmen, Namaste. Einatmend nach oben, ausatmend nach unten, einatmend links zurück, Blick geht tendenziell wieder mehr nach oben, anderes Bein dazu, Stütz, Atem wird gehalten, ausatmend Knie, Brust und Stirn, einatmend Kobra, ausatmend herabschauender Hund, einatmend linkes Bein zwischen die Hände, anderes Bein dazu, in die Vorwärtsbeuge, einatmen, nach oben kommen und ausatmen, Arme senken. Wenn du willst, man macht diese Abfolge 4, 6 oder 12 Mal, also so klassischerweise, kannst du für dich auch noch ein paar Wiederholungen einfügen. Wir machen jetzt noch ein paar kleine andere Übungen, damit jetzt mal alles so ein bisschen durchgerusht ist, so ein bisschen das Blut jetzt da ist für alles und können jetzt auch mehr in die Dehnung gehen. Kannst jetzt hier so einen großen Ausfallschritt machen, quer zu deiner Matte ausrichten, Fußinnenkanten etwa parallel zueinander. Dann die Hüfte wieder so leicht nach vorne geben, gibst die Arme nach oben, kannst jetzt die Knie so ein bisschen anwinkeln, dass sie so nach außen gehen, aber nicht zu sehr nach vorne, sondern dass du mehr hinten bleibst. Arme gehen nach oben und ausatmend senkst du dich ab und kommst in so eine gespreizte Vorwärtsbeuge. Du kannst dann hier die Beine wieder durchstrecken oder angewinkelt lassen. Manche kommen dann mit der Stirn auf, kannst aber auch nur die Hände einfach ablegen oder wenn du willst, einfach die Arme wieder hier die Ellenbogen greifen
und nicht so reinhängen lassen. Weiter atmen. Dann gibst du den rechten Arm auf die Matte und den linken gibst du nach oben, gehst in so eine Drehung über. Öffnest du die Schulter nach hinten, atmest hier weiter, ganz entspannt und gleichmäßig. Und ausatmend den linken Arm wieder absenken lassen. Hand platzieren, Finger immer aufgefächert, um die Gelenke zu schonen. Und dann den rechten Arm nach oben öffnen. Weiter atmen. Schulter, soweit es dir möglich ist, nach hinten geben. Und ausatmen, wieder absenken. Kannst dich noch mal so ein bisschen reinsinken lassen. Dann die Knie wieder leicht anbeugen. Und langsam Wirbel für Wirbel wieder aufrichten. Kannst dann die Beine langsam wieder schließen. Zum Beispiel kannst du mal so in Drehbewegungen die Füße zueinander führen. Dich dann wieder gerade zur Matte ausrichten. Dann gibst du die Arme nach oben, machst dich nochmal ganz lang. Dann setzt du dich wie auf einen Stuhl nach hinten. Arme bleiben in Verlängerung des Oberkörpers. Schultern sind von den Ohren weg. Also nicht ganz eng, sondern eher locker. Und dann kannst du die Handflächen zueinander sinken lassen, vor die Brust geben, hier ein bisschen Spannung drauf geben. Und dann gibst du den rechten Ellenbogen auf das linke Knie und drehst dich hier so zur Seite ein. Kannst dann hier nochmal mit der Hüfte tief gehen. Bist dann so in einer gedrehten Stuhlhaltung angekommen. Atmest hier wieder tief und gleichmäßig. Dann einatmend wieder zurückkommen und nochmal mit der Hüfte absinken. Linken Ellenbogen auf das rechte Knie zur anderen Seite eindrehen. Und hier kannst du schauen, dass du dich weiter eindrehst, indem du wirklich Druck auf die Hände gibst und dich dann so reindrehst, dass die Hände mehr zur Brust wandern. Weiter atmen. Wenn du merkst, es ist schwer, das Gleichgewicht zu halten, kannst du auch die Beine etwas enger haben oder beziehungsweise die Knie zueinander geben. Bist ein bisschen stabiler. Dann einatmend wieder zurückkommen. Arme nach oben geben. Nochmal tief. Einatmend nach oben. Ausatmend. Arme absenken. Dann machen wir jetzt noch die Dehnung für den Psoas. Das ist dieser Muskel, der von der Wirbelsäule hinten auf den Oberschenkel verläuft, ist bei Leuten, die viel auf Stühlen sitzen, immer schwierig. Dass der ist häufig verkürzt und macht dann auch Rückenschmerzen. Deswegen machen wir den jetzt extra. Dafür gibst du das rechte Bein nach vorne, das andere Bein nach hinten und kommst hier wieder in die Sprinterstellung. Senkst das Knie ab, kannst jetzt den Fußspann ablegen und dann mit der Zehenraupe, also wanderst mit den Zehen greifend nach vorne, wirklich ganz tief reinsinken, aber nur so weit, dass es für dich angenehm ist, also nicht stechender Schmerz auf jeden Fall nicht. Leichter Dehnungsschmerz ist okay. Aber am besten gar keine Schmerzen. Und dann hier einfach wirklich tief atmen. Und mit jeder Ausatmung so ein klein bisschen mehr hineinsinken. Und wenn du merkst, du kannst hier noch gut weitergehen, kannst du auf den rechten Arm links zum rechten Fuß geben und dann hier nochmal nach unten gehen und auf die Ellenbogen kommen. Weiter tief atmen. Dann kannst du den rechten Arm im Zweifelsfall wieder rechts neben den rechten Fuß geben. Und dann wanderst du mit den Händen ganz langsam nach hinten, streckst das rechte Bein durch. Der Vorderfuß hebt sich ab und dann kannst du hier nochmal so eine kleine Gegenbewegung machen, dass hier nochmal so eine Dehnung entsteht, die Zehen zu dir geflext. Und dann gibst du das Bein nach hinten. Du kannst auch hier nochmal so ein bisschen die Hüfte nach hinten bewegen, wenn du merkst, dass irgendwie starke Spannung entstanden. Dann gibst du das linke Bein nach vorn, auch hier mit der Zehenraupe wieder so weit nach vorne wandern, dass du eine gute Dehnung wahrnimmst
Und dann hier mit der Hüfte immer weiter einsinken. Zweifelsfall den linken Arm rechts neben den linken Fuß geben. Weiter atmen. Und auch die Ellenbogen aufsetzen. Schauen, was für dich passt. Weiter atmen. Mit jeder Ausatmung kannst du noch ein bisschen in die Dehnung hineinfallen. Einfach loslassen, damit sich ein Muskel gut dehnen kann. Muss er entspannt sein. Angespannte Muskeln sind immer kürzer als entspannte. Deswegen immer mit der Ausatmung dehnen, dann fällt es leichter. Dann hier auch wieder auf die Hände kommen. Hand wieder zur anderen Seite geben und so ganz langsam zurückwandern. Linkes Bein durchstrecken. Vorderfuß hebt sich ab. Zehen sind geflext zu dir. Kleine Gegenbewegung. Knie wieder daneben aufsetzen. Kannst hier nochmal die Arme nach vorne geben. Supanta-Kind-Variante. Kurz entspannen. Tief in den Bauch atmen. Oder wenn du willst, auch ganz in die Kindstellung gehen, also die Arme nach hinten geben. Kannst schauen, was für dich angenehmer ist. Und dann einfach tief in den Bauch atmen, dass da auch noch mal ein bisschen die Bauchorgane massiert werden können. Dann gibst du die Hände wieder nach vorne. Kommst du in den Vierfüßlerstand. Kannst dann hier einmal das rechte Bein nach hinten ausstrecken. Unter die Brust geben, dich noch mal klein machen, so das Knie zur Stirn bringen. Aufsetzen, linkes Bein ausstrecken, zum Knie mit der Stirn kommen, wieder aufsetzen. Dann kannst du hier auch nochmal mit den Händen weiter nach vorne wandern und dann nochmal so die Hüfte, den Brustbereich ein wenig dehnen, einfach so hinein sinken lassen. Das weitet so ein bisschen den Brustraum. Die Stirn kann auch locker aufliegen. Dann langsam wieder in den Vierfüßlerstand zurückfinden. Kannst dann hier dich zu deiner Matte wieder positionieren. Hinsetzen in einen für dich bequemen Sitz, entweder in Fersensitz oder in kreuzbeinigen Sitz, von mir aus auch in den Lotussitz, also dass die Füße über den Beinen liegen. Aber da kann jeder schauen, was für ihn angenehm ist. Gerne auch ein Sitzkissen unterlegen, dass du dann wirklich aufgerichtet sitzen kannst. Kannst du nochmal die Schulter nach oben und nach hinten geben, kleine Bewegungen machen, wo du merkst, es ist gerade ganz gut für dich. Und dann einatmen und ausatmen. Wieder bei dir und deinem Körper ankommen. Wir machen jetzt eine kleine Meditationseinheit zum Schluss, um nochmal alles gut aufeinander wirken zu lassen. Du kannst die Hände auf deinen Knien belassen, auf deinen Schoß geben oder auch in einen Mudra bringen. Das ist so eine Handposition, zum Beispiel Chin Mudra. Also der Daumen und der Zeigefinger berühren sich. Die anderen Finger sind locker, gekrümmt, aufgefächert. Und dann kannst du dich hier einfach so nochmal ganz aufrichten. Nacken lang, Kinn leicht zur Brust, Schultern nach unten einfach in die Gesäßtaschen versenken lassen. Schulterblätter. Und dann tief einatmen und tief ausatmen, alles loslassen, was sich jetzt so bewegt. Komm ganz in deinem Körper an. Du brauchst jetzt keine Gedanken zu verfolgen, keine Wünsche, keine Ängste, keine Sorgen brauchst du jetzt zu verfolgen. Du bist im Hier und Jetzt, ganz frei und gelöst, hast deinem Körper gerade sehr Gutes getan,
dass du mobil und flexibel bleibst, im Geiste wie im Körper. Spür einmal so in deinen Körper hinein. Kannst du die Beine spüren, Füße spüren, das Gesäß spüren, Bauch spüren, Rücken spüren, Brustkorb spüren, Schultern und Nacken spüren, das Gesicht spüren, das Kiefergelenk spüren, Gaumen spüren, den Kopf spüren, Kopfhaut und Stirn. Und dann kannst du mit der nächsten Einatmung Energie aufnehmen und ausatmend zu all diesen Punkten, in die du hineingefühlt hast, diese Energie senden. Einatmen, Energie aufnehmen, Sauerstoff für jede Zelle aufnehmen und ausatmend diese verteilen im ganzen Körper. Diese Energie überall wahrnehmen. Vielleicht spürst du jetzt Wärme oder empfindest eine Art von Licht in deinen Gliedmaßen, in deinem Körper oder vielleicht auch in deinem Bauchzentrum. Spür hier einfach für einen Moment, atme weiter tief. Kannst dir immer wieder vorstellen, wie Licht, Energie, Wärme sich in dir sammelt und verteilt. Und dann kannst du auch diesen Gedanken langsam loslassen, weiter atmen, einatmen und ausatmen. Spürst dieses Licht, das du in deinem Körper verteilt hast, jetzt in dir ganz gleichmäßig verteilt. Es ist ein angenehmes, helles Licht, das die Wärme gibt, nichts verlangt, nichts will, sondern einfach nur da ist, ist jetzt und hier in dir. Spüre dem einen Moment nach. Kannst dann blinzelnd deine Augen wieder öffnen, Hände vor der Brust zusammenführen, wenn du magst. Und dann verabschiede ich mich mit dem Namaste, dem Gruß und dem Abschiedsgebet und wünsche noch einen entspannten Tag.